Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch das Heron-Verfahren zur Bestimmung von Quadratwurzeln. Der Grundgedanke ist folgender: die Annäherung eines Rechtecks an ein flächengleiches Quadrat. Wenn wir zum Beispiel ein Rechteck haben mit dem Flächeninhalt 24 Quadratzentimeter, dann wird dieses Rechteck umgewandelt zu einem Quadrat mit dem gleichen Flächeninhalt. Und beim Quadrat wissen wir, x mal x ergibt den Flächeninhalt, also in unserem Fall x zum Quadrat ist 24. Damit ist x die Wurzel aus 24. Wir wollen also hier die Wurzel aus 24 bestimmen. Das hört sich jetzt kompliziert an, wir schauen es uns aber mal in Ruhe an, wie es funktioniert. Kommen wir zur Vorgehensweise. Erster Schritt: zur Bestimmung der Quadratwurzel aus der Zahl zum Beispiel 24 wählt man ein Rechteck, welches diesen Flächeninhalt besitzt. Mögliche Rechtecke sind 24 cm lang, 1 cm breit oder 12 und 2, 8 und 3, 6 und 4 und so weiter. Es bietet sich immer an, ein Rechteck zu nehmen, bei dem beide Seiten schon fast ähnlich lang sind. Nämlich es geht schneller, ein Rechteck in ein Quadrat umzuwandeln, bei dem beide Seiten schon ähnlich lang sind. In unserem Fall, wir nehmen also 6 und 4 cm, haben also ein Rechteck mit 6 cm Länge, 4 cm Breite und einen Flächeninhalt von 24 Quadratzentimetern. Zweiter Schritt: bilde nun das arithmetische Mittel aus den beiden Rechteckseiten. Das geht wie folgt: wir müssen die beiden Rechteckseiten addieren und dann durch 2 teilen. Also 6 plus 4 cm sind 10, durch 2 ergibt 5 cm, das ist A2, das ist die neue Länge des Rechtecks, des neuen Rechtecks. Die neue Breite erhält man durch den Quotienten aus Flächeninhalt und neuer Länge. Der Flächeninhalt geteilt durch die neue Länge ergibt hier 4,8 cm, das ist die neue Breite B2. Unser neues Rechteck ist also 5 cm lang und 4,8 cm breit und wir erkennen, es ist schon fast ein Quadrat. Der Flächeninhalt ist der gleiche geblieben. Dritter Schritt: setzen nun das Verfahren mehrere Male fort. Wir addieren wieder die beiden Längen zusammen und teilen durch 2, also 5 und 4,8 cm, durch 2 ergibt 4,9, das ist A3, das ist die neue Länge des neuen Rechtecks und die neue Breite erhält man durch den Quotienten aus Flächeninhalt und neuer Länge. Also Flächeninhalt geteilt durch neue Länge ergibt gerundet diese Zahl hier, das ist die neue Breite B3. Und wir erkennen, das Rechteck ist schon fast ein Quadrat. Zum Vergleich, Wurzel 24 ist gerundet 4,898979 und so weiter. Und die neue Breite ist schon fast die richtige Zahl. Erst die dritte Nachkommastelle ist anders. Wenn wir das jetzt noch ein paar Mal machen, erhalten wir einen sehr genauen Wert von Wurzel 24. Zweites Beispiel, die Vorgehensweise bei Wurzel 30. Erster Schritt: zur Bestimmung der Quadratwurzel aus der Zahl 30 wählt man ein Rechteck, welches diesen Flächeninhalt besitzt. Hier bietet sich an, ein Rechteck mit 6 cm Länge, 5 cm Breite, das 6 mal 5, 30 Quadratzentimeter Flächeninhalt ergibt. Zweiter Schritt: bilde nun das arithmetische Mittel aus den beiden Rechteckseiten. Wir addieren die beiden Rechteckseiten wieder zusammen und teilen dann durch 2. Wir halten 5,5, das ist A2, das ist die neue Länge des neuen Rechtecks. Die neue Breite erhält man durch den Quotienten aus Flächeninhalt und neuer Länge. Also Flächeninhalt geteilt durch neue Länge, wir erhalten die neue Breite B2. Wir erkennen, das Rechteck ist schon fast ein Quadrat. Dritter Schritt: setzen nun das Verfahren mehrere Male fort. Wir addieren wieder beide Rechtecksseiten und teilen das Ganze durch 2. Wir erhalten unsere neue Länge A3, das ist die neue Länge des neuen Rechtecks. Und die neue Breite erhält man wieder durch den Quotienten aus Flächeninhalt und neuer Länge. Also Flächeninhalt geteilt durch neue Länge ergibt die neue Breite B3. Und wir erkennen, das Rechteck ist schon wieder fast ein Quadrat. Und die Wurzel aus 30 muss sich zwischen diesen beiden Zahlen befinden. Zum Vergleich, Wurzel aus 30 ist diese hier. Wir erkennen, die ist schon ziemlich gut angenähert. Mit diesem Verfahren können wir also die Quadratwurzel aus Zahlen relativ schnell und relativ genau bestimmen. Fandet ihr das Video hilfreich, würde ich mich freuen, wenn ihr es an Klassenkameraden weiterleiten würdet. Bis bald!